Stendal. Eine Stadt zum Wohlfühlen, nicht nur auf den ersten Blick. Traditionelles wie auch Modernes gibt sich hier die Hand. Von Theater, Kino übers Shoppen bis zum entspannenden Spaziergang ist hier vieles möglich. Zentral gelegen findet man das Berufsbildungswerk in Stendal. Hier finden junge Menschen mit Handicap viele Wege, den richtigen Beruf für sich zu finden. Bestimmt ist auch der richtige für dich dabei. Wir geben dir einen Überblick über unsere zahlreichen Ausbildungsbereiche, die Berufsschule, unser Internat, Freizeitmöglichkeiten, begleitende Dienste und Bildungsangebote zum Reinschnuppern. Insgesamt bilden wir über 25 Berufe in 9 verschiedenen Ausbildungsbereichen aus. Welcher interessiert dich? Eher was technisch-handwerkliches, wie Metall- oder Holztechnik? Oder im Computer- oder Wirtschaftsbereich? Wie wär's mit Ernährung? Zum Beispiel die Ausbildung zum Koch. Ein Highlight im Berufsbildungswerk Stendal ist auch das Thema Tierhaltung und Tierzucht. Ebenso geht's in den Gartenbau oder in die Raumgestaltung. Eine wirklich breite Palette. Es macht also Sinn, sich das Ganze genauer anzuschauen. Wir stellen dir jetzt einige Bereiche vor, damit du einen Überblick hast, was bei uns alles möglich ist, in alphabetischer Reihenfolge. Wir beginnen mit dem Ausbildungsbereich Agrarwirtschaft. Dieser beinhaltet die Berufe Landwirt, Gärtner und Fachpraktiker der Landwirtschaft oder Fachpraktiker im Gartenbau. Beliebt sind hier der Umgang mit den landwirtschaftlichen Geräten und dass man oft im Grünen und an der frischen Luft ist. Soll es in den Bereich Farbtechnik und Raumgestaltung gehen, bilden wir dich gerne zum Polster- und Dekorationsnäher oder zum Raumausstatter aus. Hier kannst du planen, dekorieren und deine Kreativität einbringen, aber es gilt auch zu nähen und zu reparieren. Der Ausbildungsbereich Hauswirtschaft, Ernährung und Gästebetreuung ist vielfältig aufgestellt. Unter anderem kann man in unserem eigenen Ausbildungshotel diese Berufe erlernen: Fachpraktiker Hauswirtschaft, Koch oder Fachkraft im Gastgewerbe. Zurück zum Handwerk. Die Holztechnik bringt den Fachpraktiker Holz für Holzverarbeitung und Tischler als Ausbildungsberufe hervor. Hier kannst du TSM 1 bis 3 erwerben. Das sind die sogenannten Lehrgänge, die nötig sind, um die Tischler- und Schreinermaschinen bedienen zu können. Ein ebenso beliebter Ausbildungsbereich ist die Kfz-Technik. Der Beruf Autofachwerker lässt sich im Berufsbildungswerk Stendal erlernen. In der Metalltechnik können schon mal die Funken sprühen. Fachpraktiker für Metallbau, Konstruktions- oder Zerspannungsmechaniker, Fachkraft für Metalltechnik in der Fachrichtung Zerspannungstechnik oder Metallbauer stehen dir hier zur Auswahl. Unsere Zusammenarbeit mit dem Tierheim und dem Tiergarten hier direkt um die Ecke sind die Besonderheiten des Ausbildungsbereiches Tierhaltung und Tierzucht. Wir bieten dir hier eine tolle Möglichkeit, den Beruf des Tierpflegers zu erlernen, in der Fachrichtung Tierheim oder Pensionstierpflege. Ein großes Herz für Tiere solltest du hierfür mitbringen. Der Ausbildungsbereich Wirtschaft und Verwaltung bringt den Fachpraktiker für Bürokommunikation, den Kaufmann für Büromanagement, den Fachlagerist oder den Verkäufer hervor. Hier geht es beispielsweise um Datenverarbeitung mit dem PC, aber auch um planende und verwaltende Tätigkeiten. Nach diesem zugegeben etwas flotten Überblick über unsere Berufe hast du vielleicht schon eine Idee, welcher dich interessieren könnte. Zeit, in weitere Bereiche unseres Hauses reinzugucken. Der theoretische Berufsschulunterricht sorgt gemeinsam mit der praktischen Ausbildung für die fachliche Basis und findet überwiegend im Berufsschulzentrum in Stendal statt. Fast alle unsere Auszubildenden wohnen direkt im Berufsbildungswerk, im sogenannten Internat. In zweckmäßig ausgestatteten Zimmern, Gemeinschaftsräumen und Küchen lässt es sich auch selbstständig wohnen, leben und Freunde finden. Damit sich unsere Azubis auch wirklich wohlfühlen, legen wir großen Wert auf ein umfangreiches Freizeitangebot. In unserem Café gibt es viele Wege, seine Zeit nett zu gestalten. Wenn du möchtest, kannst du auch an gemeinsamen Fahrten oder Discoabenden teilnehmen. Fit halten und Spaß haben. Im Berufsbildungswerk gibt es eine große Sporthalle mit vielen Trainingsmöglichkeiten.
wie hier nebenan auch in unserem Geräteraum. Und einen Fußballplatz haben wir auch. Wenn es mal nicht so rund läuft in deiner Ausbildung, ist das auch gar kein Problem. Fördermöglichkeiten können sogar Spaß machen. Unsere begleitenden Dienste unterstützen dich in der Ausbildung wie auch persönlich. Durch Förderunterricht, Gestaltung und Kunst in der Heilpädagogik und der psychologische Dienst, der immer ein offenes Ohr für dich hat. Die Diagnostik wie bewegungstherapeutischen Hilfen vervollständigen unseren Anspruch, dich in allen Lebenslagen zu unterstützen. Das Case Management begleitet dich von der Aufnahme bis zum Abschluss der Ausbildung in allen sozialen Belangen und hält Kontakt zur Heimatagentur für Arbeit. Der Integrationsdienst hilft dir bei der Praktikums- und Arbeitsplatzsuche und koordiniert passende Zusatzqualifikationen, die deine Erfolgschancen erheblich verbessern. Auch nach Ausbildungsende betreuen wir dich, damit du im Beruf richtig Fuß fassen kannst. Du siehst, wir tun alles dafür, dass du deinen Beruf findest und diesen optimal bei uns im Berufsbildungswerk erlernen kannst. Wir möchten dich auf deinem Weg begleiten und unterstützen. Und falls du dir noch nicht sicher bist, gibt es bei uns verschiedene Möglichkeiten der Berufsvorbereitung, um mal verschiedene Berufe auszuprobieren oder intensiv vorzubereiten. Denn mit am wichtigsten ist, dass du deine Ausbildung auch schaffst. Lassen wir zum Schluss einige Auszubildende zu Wort kommen. Ich mache zurzeit eine Ausbildung im Berufsbildungswerk Stendal, bin drittes Lehrjahr und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung. Also Koch ist mein Traumberuf und ich bin froh, dass ich das hier ausleben kann und lernen darf. Ich wollte immer Tierpfleger werden. Hört sich zwar ein bisschen theatralisch an, ist aber wirklich so. Also gefunden habe ich die Einrichtung durchs Internet und dann bin ich halt durchs Arbeitsamt bin ich vorzeitig hierher gekommen durch eine Arbeitserprobung. Vorteil finde ich, dass man, wenn man herkommt mit bestimmten Schwächen, dass man die hier abbauen kann und so seine Stärken festigen kann. Was Arbeit angeht, können wir jederzeit hierher kommen und fragen, wie funktioniert das? Und das ist das Besondere, dass wir begleitet werden im Arbeitsleben. In der betrieblichen Ausbildung ist halt das Problem, dass der Ausbilder sehr wenig Zeit für den Lehrling hat. Und im Werk sind die Ausbilder wirklich nur rein für die Lehrlinge da, nicht um irgendwas Geld zu verdienen und ähnliches. Die sind wirklich ausschließlich für ihre Lehrlinge da und dadurch lernt man hier auch sehr viel mehr. Weil man kann seine kreative Seite halt weiterentwickeln, man lernt sehr viel. Mein Ziel ist es, meine Prüfung am besten mit 1 zu bestehen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Was Spaß macht, ist, dass man auch sehr viel Zeit habt, um mit den Tieren näher in Kontakt zu kommen. Nicht nur einfach nur aufräumen und füttern, sondern man kann sich auch näher mit den Tieren beschäftigen. Das ist einfach unbeschreiblich, wie viel Spaß die Arbeit macht. Jetzt ist es erst einmal an dir, den richtigen Beruf zu wählen und vielleicht ja bei uns die Ausbildung zu absolvieren. Wir freuen uns auf dich. Schau mal rein www.bbw-stendal.de